Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Gold. Ich bin Amis Selim Şimşek und es geht heute darum, dass der Trump-Pascha leider immer noch nicht da ist. Der ist jetzt den vierten Tag verschwunden und der ist einfach spurlos verschwunden. Der war vor ein paar Tagen auf dem Bankautomat raufgesprungen vor meinem Laden und ist von da aus in Richtung Paloma reingegangen und ist seitdem wie verschollen. Er ist nicht wieder aufgetaucht und ich habe auch schon mit Gästen, die vor Ort sind, hatten wir dort, habe ich denen gesagt gehabt, dass der Trump-Pascha verschwunden ist in Paloma, ob die da auch natürlich schauen können. Und dann haben die Gäste auch geschaut und heute habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt muss ich auch mal schauen. Und dann war ich in der, so gegen 15 Uhr mit dem Animationschef und mit der Housekeeper-Chefin zusammen das ganze Hotel durchsuchen. Wir waren also auch wo dort, wo hinter den Lehnen ist, wo der Pool ist von Paloma oder bei den Bars, wo sich eine Katze aufhalten könnte oder auch bis zum Strand oder an den Strandbars oder halt im ganzen Hotel vom Palomo Ocean Resort Hotel. Aber wir haben den leider nicht gefunden. Dann sind wir noch in die unterirdischen Bereiche gegangen, wo der Sparbereich unten ist und wo auch, wenn er da reinkommt, dass ihn dann niemand hören würde oder so. Dann habe ich den auch da nochmal gesucht. Wir haben da überall gerufen und wir haben dort versucht, ihn zu finden, aber leider ist der Trump-Pascha nicht im Hotel gewesen. Vielleicht war er im Hotel, dass die Anlage ist riesengroß, aber leider haben wir ihn nicht gefunden. Wir haben nicht geschafft, ihn zu finden. Und es sind auch gerade, wie gesagt, ein paar Gäste vor Ort, nicht eine Familie, nicht zwei, es sind mehrere Familien, die auch danach schauen, ob der Trump-Pascha zu sehen ist. Denn der Trump-Pascha ist ja auch ein ganz bekannter Kater. Das ist ja im Laden zurzeit einer der ältesten Kater. Nach Frieda ist er der Älteste, der lebt ja schon seit 2018 im Laden, wo der damals geboren wurde, mit seinem Bruder Putin im Laden. Der Putin wurde ja schon leider, nachdem er circa 3 Monate war, vom Auto, vom Laden überfahren. Und danach war auch Stillstand, dann ist 3 Jahre, 4 Jahre nichts passiert. Da wurde kein Kater mehr überfahren. Der Putin war der Letzte, der da überfahren wurde, der Bruder von Trump. Und der Trump ist jetzt auf einmal, wie gesagt, verschwunden und er ist jetzt seit einigen Tagen nicht da. Das ist für uns alle natürlich ein Rätsel. Gerade für mich ist es sehr komisch, warum der nicht wieder aufgetaucht ist. Ist ihm das etwa zu viel? Weil jeder kommt und streichelt die Kitten. Jeder schaut nach den Kitten. Ist er sauer? Ist er deswegen gegangen? Das kann natürlich auch sein. Katzen sind eifersüchtige Tiere. Wir haben jetzt die Pamuk im Laden und jeder kommt sofort zu Pamuk. Wo ist die Pamuk? Jeder streichelt die Pamuk. Jeder will Pamuk sehen. Sogar die Petra oder die Katja, die fallen da gar nicht mehr auf, weil die ganzen Leute, die kommen, es kommen sehr viele Leute besuchen, denn wir haben hier bei Cats and Goat und bei Antalya City Livestream nicht wenig Follower. Es sind sehr viele Follower, auch wenn nicht alle hier beim Live dabei sind oder sich das auch hinterher nicht anschauen. Aber es gibt viele Abonnenten von dieser Seite und die das auch sehen. Und das heißt ja nicht, wie gesagt, dass sie auch alle immer live dabei sind, aber es kommen halt viele Leute, die Pamuk sehen wollen und vielleicht kann ich, mein größter Verdacht, kann nahelegen, dass der Trump-Pascha vielleicht deswegen verschwunden ist, weil der halt sehr eifersüchtig ist. Das kann natürlich auch sein, auf die kleinen Kitten, weil jeder geht halt nur zu den Kitten und er geht zu den Gästen und er will auch gerne gestreichelt werden und so, aber er ist halt sehr eifersüchtig. Genau wie hier jetzt zum Beispiel der Drache oder der Drache oder der Pepper. Die sind ja hier im Zuhause auch sehr eifersüchtig und die waren ja immer sehr, 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 sehr lieb zu den Kitten. Die waren ja immer eigentlich, die sie immer geputzt haben und auch immer die Kitten geputzt haben, mit denen gespielt haben, auf sie aufgepasst haben. Und ich habe immer zu den Kitten gesagt, dass der Pepper der Liebste ist zu euch. Und mittlerweile verprügelt der Pepper und der Drache auch die Kitten. Aber woran liegt das? Natürlich, weil die eifersüchtig sind. Schau mal, wenn man da vom Teufel spricht: Komm her, Drache, sofort weg mit dir. Und da bin ich auch manchmal sauer auf sie und dann muss ich einfach nur weg da und dann verschwinden die halt auch und lassen sie dann in Ruhe, ne? Allerdings, die Katze, die da ist, das ist die Tochter von der Nervensäge. Die hat sich ja hier richtig eingelebt und fühlt sich hier sehr wohl. Ich habe mal die sogar hier auch gerade auf dem Balkon. Und die weiß halt, was gut zu ihr ist. Und die weiß auch, dass wir ihr was Gutes tun und auch sie ihr Milch geben, was sie auch gerne mag, wie ihre Mutter. Oder auch natürlich Feuchtfutter, was sie auch sehr gerne mag, ne? Aber die ganze Familie von der Nervensäge mag ja sehr die Milch und deswegen kommen sie auch immer hierher. Und wir haben, wie gesagt, müssen wir dann halt schauen, wie das dann weitergeht. Und ich habe auch überall sehr gerufen und man hätte sonst den Trump irgendwo gehört, wenn man da am Paloma wäre. Man hat vielleicht
hin und wieder mal ein. Drach, jetzt reicht. Weg mit dir. Schau mal, jetzt hat die Bunte den Drachen gehauen, während er weggelaufen ist. Der hat gerade die Abby dort oben gehauen. Und jetzt ist er schnell rausgelaufen und die Bunte hat ihn auf ihn zugehauen. Dort, das war ein. Das war ein komischer Anblick eigentlich, wie der dort am Vorbeilaufen sie ihn da von einer haut. Ja, die Bunte ist ja auch eigentlich keine schwache Katze. Die hat ja auch schon einige Katzen verprügelt, sagen wir mal so. Und da musste man manchmal dazwischen gehen. Also die Bunte ist nicht ohne, ne? Nur mal nebenbei. Und auf jeden Fall werden wir dann schauen, wie es weitergeht. Ich werde natürlich den Trump-Pascha weiter suchen und auch die Leute, die jetzt vor Ort sein sollten in Paloma und dieses Video auch sehen sollten, bitte auch viel schauen und auch darauf achten. Vielleicht findet ja man den Trump, denn der muss nach Hause kommen. Der Trump muss einmal im Monat zum Tierarzt wegen seiner Langzeitantibiotikum und Schmerzmittel durch sein Asthma. Der bekommt einmal im Monat eine Spritze und das ist ganz lebensnotwendig für ihn. Und daher bitte gut Ausschau halten, wenn da jemand den Trump sehen sollte, dass ich da benachrichtigt werde und dass ich ihn dann auch wieder zum Tierarzt fahren kann. Denn das gibt mir auch natürlich keine Ruhe, weil ich weiß, wie es dem Hund geht, wenn er sein Langzeitmittel da nicht bekommt. Dem geht es da sehr schlecht und er bekommt da ständig Husten und er weiß da auch, er kann auch nicht gegenkommen. Und wenn da ein Hund oder sowas da sein sollte, und die würden ihn dann auch erwürgen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er seine Medizin bekommt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand den einfach mitgenommen hat oder so. Es ist schon wirklich sehr komisch, dass er auf einmal nicht da ist. Und daher bitte gut drauf achten, wenn jemand im Paloma Hotel sein sollte, ob der Trump dort irgendwie zu sehen ist. Denn wie gesagt, der hat eine chronische Krankheit und der muss halt immer eine Spritze bekommen, einmal im Monat, wegen seinem Asthma. Ne? Denn das ist für ihn lebensnotwendig, sonst kann der daran sogar ersticken. Von daher bitte alle die Augen aufhalten und ich werde natürlich morgen auch nochmal suchen gehen, wo der ist. Ne? Ich denke mal, damit sind auch viele Fragen beantwortet, denn ich habe in vielen Kommentaren gelesen, ob der Trump-Pascha wieder da ist oder mir wurde auch privat geschrieben, ob der Trump-Pascha wieder da ist. Auf jeden Fall ist es auch etwas, was einen sehr, sehr stresst, was einen sehr, sehr mitnimmt und was auch natürlich einen sehr, sehr nachdenklich macht, wo der Kater auf einmal hin ist. Also jeder Tierliebhaber, der wirklich viel was für Tiere tut und jeder, der Tiere mag, der kann mich hier sicherlich sehr gut verstehen, wenn dort ein Tier spurlos verschwunden ist, dass man dort einfach keine Ruhe findet und immer an das Tier denkt und man ist da auch wirklich oft unter Strom, weil der halt auf einmal fehlt. Ne? Das ist halt schon ein sehr, sehr großer Stressfaktor für einen Menschen, wenn dort ein Tier ist, wenn es auf einmal verschwunden ist. Ne? Und was ich da denke, wenn der irgendwo vielleicht auch eingesteckt ist oder so, oder sich irgendwo eingesperrt ist, der durch das Miauen, das Paloma ist richtig voll und da wird ihn sicherlich jemand hören, ne? Wenn da der irgendwie miauen sollte. Das sind auch Sachen, die da einem in Gedanken kommen, aber das Paloma ist voll und wenn der miaut, das wird ihn auch irgendwie jemanden hören, ob der wirklich da ist oder ob da, wenn da jemand da ist und das bekommt man dann halt mit, wenn der miauen sollte. Ne? Und das sind halt alles Fragen, die halt einem in Gedanken kommen und mal schauen, ich hoffe, er kommt von alleine wieder. Wie gesagt, im April hatten wir den Sammy, der leider dieses Jahr vom Auto überfahren wurde. Der Sammy war eine Woche weg und wir haben uns jeden Tag solche Gedanken gemacht und haben nach ihm gesucht. Und das war das gleiche Thema, dass der einfach nicht weg sein kann. Er kann ja nicht auf einmal verschwunden. Und dann kam der nach über 10 Tagen wieder, nicht eine Woche, Entschuldigung, nach über 10 Tagen war der Sammy auf einmal wieder da und er war knochendünn. Und da wussten wir, dass der irgendwo eingesperrt war und nicht wieder rauskam. Ne? Und daran denkt man jetzt, was ist hier mit dem Trump? Also der muss da irgendwo stecken. Das kann nicht sein, dass der auf einmal verschwunden ist. Ne? Denn er geht nicht vom Laden weg. Er muss irgendwo feststecken. Und heute Mittag haben wir ihn leider nicht gesehen gehabt. Von daher bitte auch alle darauf achten, die im Paloma Hotel sein sollten oder die noch dahin jetzt kommen werden. Ne? So, ansonsten den Katzen geht es allen gut. Ich hatte heute mit dem Tierarzt keinen Kontakt, aber der will ja wegen der Prinzessin sich jetzt darum kümmern, dass die halt doch mit dem Auge behandelt wird. Und die anderen sind alle noch beim Tierarzt. Unsere anderen Katzen, die sind immer noch nicht wiedergekommen. Die haben mir nicht Bescheid gesagt, aber ich denke mal, die werden jetzt auch die Tage wieder nach Hause kommen. Vor allem der Pelle und der Pirat. Und dann wird sich der Poldi
der hier gerade neben mir ist, auch richtig wundern, wenn seine Geschwister wieder da sind, ne? Den Moment möchte ich auch gerne hier erleben, wie der sich dann freuen wird. Ja, wir können uns dann auch einmal hier ein bisschen umschauen, wie es den Katzen geht. Also drückt bitte alle die Daumen, dass der Trump-Pascha wieder zurückkommt oder dass wir ihn finden. Für mich ist das, der ist mir sehr wichtig. Ich mag alle Katzen, aber der Trump-Pascha ist halt ein Kater, der auch abhängig ist von Menschen, dass er zum Tierarzt gefahren wird und daher auch seine Spritze, wie gesagt, einmal monatlich bekommt, ne? So, und dann kann ich hier einmal die Kamera drehen. Und bei mir sind natürlich wie immer vor dem Bildschirm Katzen. Hier zum Beispiel die Sylvia oder die Bounty. Schaut mal, da sieht man hier Sylvia und Bounty. Die warten hier die ganze Zeit neben mir und wollen gekraut werden. Schaut mal, die verstehen sich auch untereinander. Ich gehe mal einen halben Meter zurück, dann kann man die auch besser erkennen. Die wunderschönen Katzen, so wie die Sylvia und auch die Bounty. Ganz, ganz herzlichen Dank an Dirk Krämer für die 100 Sterne, für die Seite Cats and Gold. Und der Straßentiere. Und der Silvia hat es gerade nicht gepasst, wenn man die Hand weggenommen hat. Die will gerne weitergekraut werden. Ich weiß, Silvia, ja, ist schon ein sehr, sehr bildhübsches Tier. Da ist auf jeden Fall eine Mischung drin, mit Sicherheit. Ja, sie haut mich gleich und sagt, massier mich weiter. Sie sagt, lass Bounty und massier mich. Und Bounty ist auch am Genießen, dass sie eine Pfote oben hat und richtig runterhängt da. Schaut mal, wie sie genießt. Seht ihr das? Die ist ja richtig am Genießen, die Bounty. Wenn man hier die Wange am Ohrbereich krault. Und da sieht man den Poldi. Ja, so. Ihr zwei. Ganz, ganz herzlichen Dank an Nancy Schmidt für die 100 Sterne. Für die Seite Cats and Gold und die Straßentiere. Und auch an Karina Fell, danke für die 50 Sterne und Karin Gleickau für die 200 Sterne. Und Tatjana Schatt auch danke für die 100 Sterne. Und Rosi Menkel auch danke für die 99 Sterne. Für die Seite Cats and Gold und der Straßentiere. Und da sieht man jetzt, dass sie sich auch hier in der Wohnung viel wohler fühlt. Die Tochter der Nervensäge, die ist allerdings hier aufgewachsen, in dieser Wohnung. Sie hatte einen dünnen Bruder, der war halb so groß, der war aber sehr, sehr scheu und der ist leider spurlos verschwunden. Angela Hoffmann und Sabine Pfeiffer, danke für die jeweils 99 Sterne für die Seite Cats and Gold und der Straßentiere. Und schon mal, das ist auch nicht die zahmste Katze, die läuft auch gleich weg. Und da sieht man die Zicke, die ist ja auch immer in der Nähe.
Und der Max ist auch hier. Und da sieht man auch den Erstgeborenen. Der ist auch gekommen. Nochmal herzlichen Dank für die 50 Sterne von Karina Fell. Warum hast du so eine Angst vor Erstgeborenen? Was ist da los? Warum hast du so ein Problem mit Erstgeborenen? Bounty, was ist da los? Die Zicke ist ja überall. Na, Zicke? Die Silvia ist hier am Brett. Ja, das Schönste wäre natürlich, wenn jetzt der Trump-Pascha auch wieder da wäre. Ne? Also ich vermisse den so sehr. Was ist, Silvia? Was schimpfst du? Ganz herzlichen Dank an Sabine Schmidt-Trage für die 50 Sterne. Für die Seite Kätzchen Gut und der Straßentiere. Also Silvia, du bist heute so anhänglich. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Und da sieht man auch Abby, die Tochter der Nervensäge, den Pepper. Und jetzt hat die Bunte auch die Tochter der Nervensäge gehauen. Und wer ist wohl hier wieder bei meinen Schuhen? Der Poldi. Poldi, lauf mir nicht vor die Füße. Und hier sieht man Erstgeborener. Gretel. Na, Gretel. Alles gut. Und da sieht man Mini, den Poldi. Und hier sieht man die Nervensäge. Seht euch mal die Nervensäge an. Und jetzt kommt der Peanut. Und die Bella ist da. Und natürlich auch Lady Di, wenn ich hier zu Hause bin, ist sie auch hier. Nicht wahr, Lady Di? Herzlichen Dank an Kerstin Lake für die 99 Sterne, für die Seite Cats and Gold und der Straßentiere. Ja, ihr habt alle Futter bekommen. Gretel, was zickst du da herum? Paul ist hier. Und schaut mal, hier sieht man auch die Tochter der Nervensäge. Und die haben, wie gesagt, alle schon Futter bekommen. Aber ein bisschen Milch geht immer für die. Komm her, komm her. Da hast du Milch, komm. Oder was willst du genau? Hier. Na, komm doch her. Sonst kommt deine Mutter gleich. Hier. Hier hast du deine Milch. Hopp, hopp, Milch trinken. Ja. Ach, der ist nicht richtig auf. So. Mit zwei Schleckerlis drin. Grete, jetzt bist du mir wirklich
Füße gekommen. Unglaublich. Und hier scheint ja jemand sehr, sehr starken Durchfall zu haben. Hier liegt irgendwie was Frisches am Boden. Wer von euch ist das? Das muss man mal schnell wegwischen. Ja, Gretel, jetzt bist du beleidigt. Du bist mir vor die Füße gelaufen, da kann ich hier nichts für. Wenn du auf einmal vor meinen Füßen bist. Ja, und dann kommt dir mal ein bisschen Leckerli. Hier. Lecker die Stange. Hier. Leckerli-Stangen und zweimal dran essen. Und dann können wir mal ein bisschen rausgehen und mal schauen, was draußen los ist. So, jetzt habt ihr genug Leckerli-Stangen bekommen und ich tue mal die Milch hier hin, damit da die austrinken. Viel Milch mögen die nicht. Und an dem Fell von Gretel hängt etwas. Dann machen wir hier ein bisschen Schlecke nochmal hier oben. Na, was ist heute mit euch los? Ihr habt jetzt Leckerli bekommen, ihr habt jetzt auch Milch bekommen, aber ihr scheint irgendwie nicht richtig Interesse zu zeigen. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Wie gesagt, ich habe sie schon gefüttert und die haben auch einmal Nachschub bekommen. Vielleicht hat es damit zu tun. Und die wollen einfach Schleckerli vielleicht. Schaut mal. Bei Schleckerli sind die alle dabei, so wie hier die Bunte oder hier Gretel oder Pepper oder Mini. Und schaut mal, das sind beides die Enkelkinder der Nervensäge, der Max und Bounty. Und schaut mal, diese Rasse mag die Milch sehr, seht ihr das? Ganz, ganz herzlich Dank an Mokelzia für die 99 Sterne, für die Seite Cats sind gut und der Straßentiere. Na, was ist? Was ist? Was ist Baum? Was ist Erstgeborener? Was ist? Was willst du? Was ist? Was willst du? Hä? Und schaut mal, die trinkt auch Milch. Und Erstgeborener will einfach gekraut werden.
Ja, alles gut, Erstgeborener. Wir haben auch gerade ein paar Katzen hier zu Hause. Hier sieht man die Mini. Und ich hoffe, dass wir die Prinzessin mindestens, dass sie so gut wiedersehen werden kann wie du. Dass man ihr das eine Auge wieder retten kann. Und Bounty trinkt auch Milch, aber die sabbert viel herum. Ja, danke. Das kannst du gerne wieder auswischen. Was soll das? Wie trinkst du Milch? Und da sieht man, dass Lady Di sich alles von hier oben anschaut. Mit ihrem Blick. Und passt auf alles auf. Lady Di, die kleine Katze, die sie aussetzen wollten im Wald. Und da sieht man, dass da etwas ist. Das beobachtet sie. Da geht jemand in den Schrank rein. So, wir haben dich erkannt, Bunte. Komm raus da. Komm. Komm wieder raus da. Und die Gretel schaut sehr unzufrieden und böse. Und hier die beiden Schwestern. Ich weiß nicht, was die für Sorgen haben. Die schauen immer so traurig. Die haben Futter, Wasser, Leckerli. Und hier auch die Mutter, die Nervensäge. Und die Katzen schauen gerade durch die Gegend, weil hier eine Motte rumfliegt. Jeder verfolgt die Motte. Und Lady Di versucht sie schon zu fangen. Von da oben. Na, jetzt geht der Max erst zur Milch, weil die große Schwester fertig ist. Und die hat viel gesabbert, die Warmduscherin. Das kannst du wieder selber sauber machen, wegschlecken. Bounty. Und da sieht man hier einige der Katzen. Und hier sieht man auch, wie Erstgeborener Wasser trinkt. Und Paul setzt sich gleich sicherlich wieder in den Karton rein. Und was die Nervensäge genau will, weiß ich auch nicht. Und Lilly hat sich hier versteckt. Und Bunte, du siehst wieder sehr gut aus. Du hast wieder einen dicken Bauch bekommen. Und du bekommst auch eine Spritze alle 1 bis 1,5 Monate. Wie der Trump auch. Da ist ganz, ganz wichtig, dass der Trump wiederkommt mit seinem Asthma. Und die sieht wieder ganz gut aus. Und gehen mal ein bisschen raus. Mal schauen, was hier los ist. Wir haben ja den Drachen verjagt. Aber der ist bestimmt hier irgendwo. Hier ist der Poldi. Da sieht man die Zarte. Und der Gebüschbaum ist ja hier schon wieder richtig gewachsen. Den hat ja der Gärtner einfach abgeschnitten gehabt im Frühjahr.
Und das über das Stiefkitten. Der ist ja vorhin rausgegangen und ist nicht mehr reingegangen, aber der will sicherlich gleich wieder in den Keller. In den Keller, sag ich, sorry, ins Schlafzimmer. Und den Wolfgang habe ich aber jetzt seit Tagen nicht mehr gesehen. Wenn jetzt jemand nach Wolfgang fragt, den habe ich wirklich seit Tagen nicht mehr gesehen. Aber laut letzter Info habe ich vom Gärtner mitbekommen, dass der in der dritten Reihe sich aufhalten soll. Da wurde der gesehen. Und Bella, was machst du hier? Bella ist einfach eine Katze, die hört nur dann, wenn sie will. Wenn sie Hunger hat, dann kommt sie immer. Und wenn sie keinen Hunger hat, dann hört sie auf nichts. Kann man machen, was man will. Was ist Bounty? Und natürlich die Zicke immer ganz in meiner Nähe. Und da sieht man Erstgeborener und Pepper. Der Pepper will mit Erstgeborener spielen. Und hier sieht man auch die Nervensäge, dass sie ganz neugierig ist. Oh, da kommt ein Auto. Kommt man alle zur Seite. Psst, 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 kommt. Die sind ja auch keine Autos gewöhnt und da ist jetzt ein Auto vorbeigefahren, aber man sieht, die gehen alle zur Seite, wenn ein Auto kommt. Da sieht man Bounty. Und da die Nervensäge nochmal. Und die Heidi und die Phyllis sind unten bei den Kitten. Und dann können wir mal runtergehen und mal schauen, was die da machen. Komm, Stiefkitten, komm, komm, wir gehen runter zu deinem Revier, komm. Komm mal mit. Du wartest ja schon drauf, dass du wieder zu Petra kannst, ne? Gell? Na, schaut mal, wie schnell der kommt. Seht ihr das? Als wenn der wüsste, dass ich runtergehe. Seht ihr das? Komm, Stiefkind, komm. Wir gehen zu deinem Bereich. Komm. Ja, siehst du? Zack, der ist schon vor mir unten. Seht ihr das? Ja, und Heidi will gleich rausflitzen. Stiefkind und die Zicke sind aber gleich hier drin. Und wir schauen mal kurz, ob der Kellerjunge da ist. Ja, der ist da. Leon! Oder? Alles gut bei dir? Alles gut? Hast du gut gegessen und jetzt liegst du hier, ne? Der Leon liegt hier. Und hier sieht man die Zicke. Und da sieht man die Petra. Ne, Petra, nicht rausgehen. Da sieht man die Petra, die Pamuk. Schaut mal. Die Phyllis.
und Katja. Ich habe mir gedacht, jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit den Kleinen. Schau mal, wie die toben. Und Pamuk läuft hier gerade durch die Gegend und versucht sich zu verstecken. Nicht wahr, Pamuk? Versucht sich hier zu verstecken und schau mal. Und da versucht jemand gerade reinzukommen. Das kann nur die Zicke sein. Komm rein, Zicke. Und das Stiefkind ist froh, wieder hier drin zu sein. Na, was ist, warum seid ihr da so laut? Was ist da los, Katja? Schau mal, der Bauch von Katja ist auch richtig schön wieder verheilt. Zicke, warum haust du sie? Was zickst du herum? Warum haust du sie? Die Zicke haut auf Petra zu. Und die Petra ist einfach eine richtig unterhaltsame Katze. Und schaut mal hier, unsere neue Corinna. Die ist dort im Stall und legt sich tief und fest schlafen. Ich könnte eigentlich den Stall abbauen. Und wenn sie sich dann hier in ein Häuschen gewöhnt, wo sie dann drinnen wohnt, dann soll die von mir aus hier zu Hause bleiben. Denn im Laden ist sie den ganzen Tag in den kleinen Stall. Denn auf die braucht man nicht mehr so sehr aufpassen. Die ist groß genug. Und dann kann sie hier auch leben im Zimmer, im Haus, ganz wie sie will. Die neue Katze Corinna, die wir aufgenommen haben. Petra. Was knurrt ihr da herum? Das ist aber. Jetzt bin ich aus Versehen auf dich getreten. Du bist mir vor die Füße gesprungen, Zicke. Das war nicht absichtlich. Und schaut euch mal den Schwanz an, die versteckt sich da. Seht ihr das? Ja, das ist die Petra. Petra und Katja, die beiden unzertrennlichen Kinder. Die sind so flink. Die sind so flink, die beiden. Das ist gerade Katja im Blickfeld. Und zack. Und das ist so süß, wie Petra sich versteckt hier. Zack, ich habe dich entdeckt, Petra. Siehst du? Die versteckt sich hier hinten unter der Decke. Und jetzt kommt Katja. Und schau mal, jetzt ist Pamuk auch da. Und die Katja unterhält sie alle. Seht euch das mal an. Mit ihrem kleinen Pfötchen und Schwanz da.
Die Petra unterhält alle. Und Phyllis will jetzt mitspielen. Die Zicke ist auch da, Pamuk ist auch da. Manchmal alle sind bei Petra. Jeder will zu Petra, seht ihr das? Katja will auch zu Petra. Und die Zicke haut auf Pamuk zu. Wer streitet da draußen? Ja, da läufst du weg, Pepper, ne? Denk nicht, ich hab dich nicht gesehen. Ich wusste, dass du das bist. Ja, Pepper, da läufst du gleich schnell weg, ne? Du weißt, dass ich sauer bin, wenn du die anderen verprügelst. Du und der Drache. Und wenn ich dann komme, läuft die gleich weg. Lilly, hat er dich hier ins Eck gescheucht? Hm? Komm raus, Lilly, komm. Komm raus, Lilly. Komm, ich hab dich. Pepper, weg mit dir. Tschüss. So, schnell. So, jetzt läufst du schnell weg, ne? Pepper. Kleiner Satellitengucker. Es kann nicht sein, dass der hier auf die hilflose Lilly einprügelt. Na, und dir scheint es hier ganz gut zu gehen, ne? Tochter von Nervensäge. Aber nee, du wirst dich nicht kraulen lassen. Das ist hier die Tochter von der Nervensäge. Heidi und du? Was hast du vor? Und Leon ist echt richtig ruhig geworden. Zicke, ich bin schon wieder da. Keine, du musst nicht weglaufen. Alles gut. Ach, Zicke. Zicke zickt sogar von der Tür durch. Die Abby will rein und schaut euch mal die Zicke an. Seht ihr das? Die Abby hat dir nichts gemacht. Schaut mal die Zicke. Jetzt wisst ihr alle, warum die Zicke heißt. Habt ihr das gesehen? Ja, und was ist jetzt passiert? Gleich wird sie wieder rein, Zicke. Gleich willst du wieder rein. So, ich mach die Tür zu und mal sehen, wie schnell du hier wieder rein willst. Und Phyllis? Die Phyllis ist auch eine sehr, sehr anhängliche Katze. Schon als Kitten war die immer bei mir in der Nähe. Was ist Abby? Komm her. Und Pamuk und Petra, seht euch die mal an, wie die hier spielen. Na Petra, wie hängst du denn da? Phyllis, lass mal bitte hier erstmal filmen. Okay, wir spielen später. Okay, du stehst sowieso neben mir. Und Pamuk. Pamuk ist wie so ein. Wie der Name das schon sagt, Pamuk halt.
das sieht man Katja. Und das Stiefkitten sitzt dort neben dem Spiegel und schaut sich alles an. Und Phil ist da. Hör auf, die da unten zu provozieren, Abby. Komm da weg. Du brauchst nicht die neue Corinna zu provozieren. Und schau mal, Pamuk und Petra, die spielen hier so süß miteinander. Pamuk, schau, ich hab dich erwischt. Oh, Pamuk ist ja richtig hochgesprungen eben. Ja, Felix, ich streiche dich schon, okay? Komm. Ich streiche dich schon, Kleines. Und es ist auch schön zu sehen, dass die ganzen Katzen gesund sind. Ihr seht, dass die alle gut spielen, gut essen, sich streiten, sich zicken. Aber das sind alles auch Zeichen, dass die gerade gesund sind und dass es denen gut geht. Und ich hoffe auch natürlich, dass nichts passiert, dass die immer so gesund bleiben. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ihr habt gesehen, dass es hier den ganzen Katzen gut geht. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was immer mit den Katzen passiert. Leider ist der Trump-Pascha immer noch nicht da, aber ich denke mal, der wird schon irgendwie auftauchen. Der ist bestimmt auch richtig sauer wegen den ganzen Kitten. Und drückt doch bitte alle die Daumen, dass der Trump-Pascha wieder kommt. Und ich möchte mich dann wieder bei euch fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne bedanken. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.